Ich begrüße alle unsere Zuschauer rund um den Erdball. Ich bin mir sicher, Sie sind genauso gespannt auf diese Partie wie ich. Wir müssen uns nur noch kurz gedulden, bis die Spieler auflaufen. Danach kann es endlich losgehen. Ich bin Marco Hagemann und das Spiel wird Hansi Küpper analysieren. Hallo Marco, ich hoffe, dass wir beide und die Zuschauer heute Zeugen eines denkwürdigen Spiels sein werden. Alles ist angerichtet. Kimmich. Und über die Seite. Er findet Robben. James Rodriguez. Alaba. Rüber nach rechts. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Auf die linke Seite. Es geht über die Außenbahn. Er bringt ihn in die Mitte. Er zieht durch. Ja, schöne Direktabnahme. Okay, die Null steht immer noch, aber nichtsdestotrotz, was sie machen, das sieht richtig gut aus. Sie schießen klasse, feine Schusstechnik, auch wenn bisher der Treffer nicht gefallen ist. James Rodriguez, gefährlich! Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Flanke. Vidal. Raus auf den Flügel. Und er ist zur Stelle. Gefahr vorerst gebannt. Der ist schön durchgekommen. Lewandowski. Jetzt ist Übersicht gefragt. Lewandowski. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Er probiert es mal mit Lewandowski. Kein Glück in der Situation. Erst macht er alles richtig, er erarbeitet sich diese Chance und dann vergibt er sie fahrlässig hoch 10. Und er macht sich den Weg frei. Er versucht's. Oh, der ging an den Pfosten. So jagt man heute den Ball. Neuer hat ihn sicher. James Rodriguez. Der kommt richtig lang. Er hat schon. Er bringt ihn. Den muss er machen. Jetzt der Schuss. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen. Dafür bekommt er die Quittung. Gelb. Alaba. Hier ist Müller.
versucht die Gasse zu finden. Vidal. Ein Alleingang. Der kommt weit nach vorn. James Rodriguez tut sich offenbar schwer, ins Spiel zu finden. Ja, sie sind sofort bei ihm, wenn er am Ball ist. Sie wissen, das ist ein Schlüsselspieler. Und den müssen wir, wenn es irgend geht, aus dem Spiel nehmen. Jetzt ist was möglich. Weiterhin torlos, aber ein attraktives 0:0. Bin gespannt, ob es noch vor der Pause ein Tor gibt. Spiel läuft über die Außen. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Ist das ein langer Ball? Es geht über die rechte Seite. Augen auf und ab nach vorne. Spielt ihn lang. Und macht er den? Das ist die Möglichkeit. Ein ordentlicher Versuch, absolut. Die Formel lautet flach zum Erfolg. Die Formel ist in dieser Situation nicht aufgegangen. Und der Halbzeitpfiff. Bislang ist das hier trotz der Torlosigkeit ein gutes 0:0. Auf geht's zur zweiten Hälfte. Also die Leistung stimmte auf beiden Seiten im ersten Durchgang, auch wenn beide nicht getroffen haben. Die Schlüsselfrage im zweiten Durchgang: Wer hält die Konzentration länger aufrecht? Alaba. Und weg ist er. Und die Flanke, wie der sich hochschraubt. Und der zweite Versuch sitzt. Gemacht. Er zirkelt ihn rein. Er hat aber weiße Augen. Müller. Schönes Ding. Jetzt aber. Ja, der war wichtig. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Man sieht so etwas nicht mehr ganz so häufig im modernen Fußball, aber sie gehen das hier tatsächlich mit Manndeckung an. Ich glaube, selbst absolute Klassestürmer kann man irgendwann abkochen, wenn man ihnen dauerhaft auf die Pelle rückt. Er schießt aufs Tor. Da ist er noch dran. Ja, schön gehalten. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Er springt hoch zum Kopfball. Ein super Tor. Endlich wird hier angeliefert. So einstudiert, so umgesetzt, ein perfekter Treffer. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen, mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Der FC Bayern München liegt also mit einem Tor vorn.
So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Das ist Mr. Zuverlässig. Lang und hoch auf die Flanke. Da kommt die Flanke. Gut aus. Da ist die Möglichkeit. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort genau wieder aus. Genau so müssen Sie die Sache jetzt angehen. Jetzt müssen Sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Das ist völlig richtig. Vidal. Jaup, da hat er ihn erwischt. Nein, nicht ganz. Bis hierhin, deine Einschätzung an Sie? Es ist ja prima für Sie, dass Sie in Führung liegen, aber Sie sollten langsam aber sicher auch dran arbeiten, diese Führung auszubauen. Sucht die Lücke. Er hat ihn einfach stehen lassen. Der kommt direkt vor. Das könnte was werden. Fantastisch von Lewandowski. Da ist das Tor, auf das sie gewartet haben. So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Jeder Abwehrspieler auf dem Erdball weiß, was das hier für ein gefährlicher Spieler ist. Nur die, die da unten zuschauen, die haben das offensichtlich nicht mitbekommen. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Und damit steht's 2:0. Das ist ein komfortabler Vorsprung. Eigentlich müsste das reichen, um am Ende den Sieg einzufahren. Aber die Betonung liegt auf eigentlich. Echt schönes Flügelspiel. Und er läuft und läuft und läuft. Und er ist in der Luft. Schöne Chance, aber vertan. Das ist Chancenwucher in einer Situation, in der sie so dringend den Anschlusstreffer brauchen. Kimmich. Über die Seite. Der Ball gelangt zu Robben. Da geht er durch. Lattentreffer. Hier hätten sie das 3:0 wirklich machen müssen. Wenn er den reingemacht hätte, dann hätte ich dieses Spiel abgestempelt. Die Auswechslung kann jetzt vollzogen werden. Der Trainer erwacht aus seiner Lethargie. Sie liegen hinten und jetzt erst wechselt er zum ersten Mal. Wahrscheinlich zu spät, vielleicht aber auch nicht. Rüber nach rechts. Spiel läuft über die Außen. Müller. Sehr guter Spielzug auf der linken Bahn. Da könnte sich was entwickeln. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne und ein Schuss. Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Da hat nicht viel gefehlt. Keine schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Gleich noch einmal frisches Personal. Und jetzt bekommt er die verdiente Ruhepause. Der geht ja buchstäblich auf der letzten Felde. Da geht er durch. Riesenmöglichkeit. So jagt man heute den Ball. 2 Minuten Nachschlag werden angezeigt. Lang und weit gespielt. Moisander.
Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Eine richtig gute Leistung spiegelt sich heute im Ergebnis wieder. Das Team hat ganze Arbeit geleistet. Hansi, dein Resümee zu dieser Partie bitte. Sie stehen kompakt, sie sind solide, sie stehen hinten sicher. Wenn du selbst dann noch triffst, na klar, dann bist du Sieger.